Ja, hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Let's Play LS19. Oh Mann, LS19 auf der Zwei-Sternhof. Ja, wir sind wieder dabei und wir fangen direkt an. Ihr seht es, wir wollten Schwadern. Wir haben in der letzten Folge den Schwader gekauft. Und jetzt werden wir auch anfangen direkt zu schwadern. Wie machen wir das? Ach, wir machen erst ein, zwei Vorgewände. Boah, der ist so extrem groß im Gegensatz zu unseren Trecker, aber er schafft es. 150 PS muss der Fiat, glaube ich, auch haben. Also der hat ordentlich Power. Können wir das hier gleich alles mal rein erstmal. Da fahren wir, glaube ich, eine Runde, ein Vorgewinn, zwei. Machen wir zwei Runden, machen wir. Oh, das bringt echt viel. Also der Berg ist schon mal hoch vom Gras her. Uah. Wow. So, Leute, dann machen wir gleich hier einmal eine Kurve, eine schöne. Schön alles mit. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, was gibt's Neues? Gibt's nichts Neues. Ich nehme jetzt, es ist jetzt wieder 2 Tage her, wo ich glaube ich die letzten aufgenommen habe. Deswegen nehme ich jetzt wieder mal wieder ein paar Folgen auf, weil ich habe so Lust auf diese Map, vor allem auf LS19. So, hier ist so ein. Ja, komm, da kann ein bisschen liegen bleiben, das ist nicht ganz so schlimm. Wir müssen sowieso mal gucken, ob wir Gras düngen. Also hier einen Striegel rüberfahren müssen. Aber ich glaube schon, ich weiß es nicht genau, da können wir dann nochmal gucken. Oder ob Gras einfach so nachwächst, aber ich finde, hier ist es dunkler als da. Müssen wir mal gucken. So, jetzt noch einmal hier lang. Alles mitgenommen, sehr schön. Dann fahren wir hier nochmal eine Runde. So, und dann fahren wir, würde ich sagen, nur hoch und runter. Dann haben wir einen Wendekreis. Das müssten wir eigentlich schaffen. Ja, hier ist schon wieder weniger drauf, muss ich sagen. Also, wollen wir mal vergleichen. Ja, doch, sieht gleich aus. Sieht gleich groß aus. Es sah schon ein bisschen niedriger aus. Oh, hier können wir aber auch nochmal ein Foto von machen. Und zack. Hat er genommen. Zack. Was? Nimmt er gar nicht? Jetzt hat er ihn genommen. Sehr schön. Und Schwader wieder einschalten, Drehzahlen hochjagen. Und ab geht's, dass wir diese Folge das Feld fertig geschwadert haben. Und dann könnten wir uns vielleicht nochmal wieder eine kleine, schöne Maschine kaufen. Leute, ich seid gespannt. So. Das ist hier wieder so eine komische, olle Kurve, die ich gar nicht abkann. So spitze. Wow. So. Dann werden wir auch gleich nur noch hoch und runter fahren. Nehmen wir die noch, das hier nochmal mit. Die ganzen Vögel hier. Ich glaube, unser Drescher müsste eigentlich auch bald fertig sein. Auf dem Maisfeld ist er ja. Das Maisfeld, das müsste auch bald fertig sein. So. Und da werden wir jetzt einfach. Wow, nicht so weit rüber, nicht so weit rüber. So, dann fahren wir jetzt mal. Zack, eben. Der Helfer wird blockiert. Okay, Moment, springen wir mal kurz rein. Du nicht. Oh, ein Baum. Okay. Was machst du? Was hast du hier vor? Du bist fertig. Sehr schön. Dann könnten wir dich nur mal schnell abtanken fahren. Aber was hast du denn hier vor? Keine Ahnung. Ist auch egal. So, dann kippen wir den gleich mal aus. So, Leute. Der sieht voll aus. Der sieht sehr voll aus. Hoffentlich passt da noch alles so rein. So, wir waren hier. Du warst dich am Drehen. So, nochmal kurz ein bisschen zurück. So, und senken. So, jetzt haben wir die Spur drin. Dann machen wir da die nächste.
Zack, heben. Sehr schön, hier machen wir jetzt unsere Bahnen. Ja, und das ziehen wir jetzt so weiter durch. Da haben wir zwei schöne Vorgewände und ziehen jetzt unsere Bahn. Die können wir dann schön gleich aufsammeln. Zack. Und nächste, dann bin ich mal. Welchen Ladewagen wollen wir uns holen, Leute? Ich weiß nicht, ich glaube, den kleinsten, das ist zu klein. Vielleicht nehmen wir gleich eine nächstgrößere. Den können wir eigentlich nehmen. Hier fahren wir mal kurz so. Nehmen halt ein bisschen hiervon mit, aber dann haben wir eine gerade Spur. Zack, rum. Senken. Ein bisschen weiter rüber. Sehr schön. Und das Feld, das sind wir ja relativ schnell fertig mit, wenn wir nicht hier immer so weit auseinanderfahren. Das ist sehr schön. Dann können wir auch gleich. Na, gucken wir mal. Heben. Und rum. Es gibt immer noch kein GPS. Vielleicht gibt es mittlerweile, wenn die Folge raus ist, GPS. Weil ich nehme ja ein bisschen in Vorderein auf, weil ich ein bisschen auch so privat, wie ihr wisst, Familie, Arbeit, Training läuft wieder. Und meine Tochter möchte auch den Papa haben. Deswegen kann ich nicht immer aktuell die Folgen halten. Deswegen probiere ich die aufzunehmen, dass überhaupt was rauskommt. Das ist ja das erste Ziel. So, und zack, sehr schön. Oh, das geht aber eigentlich relativ schnell. Wir machen das, die Folge machen wir auf jeden Fall, die Folge, das Feld machen wir jetzt auf jeden Fall erstmal und dann gucken wir mal an, was wir mit dem Mais machen. Sollen wir den Mais verkaufen? Wir gucken gleich mal, welchen Preis der Mais gerade hat. Weil einlagern oder für Schweine. Ach. Könntest du natürlich auch für die Schweine behalten, falls wir uns Schweine zulegen wollen. Was sollen wir machen? Sollen wir es für die Schweine behalten? Ja, wir gucken mal, wie viel es ist. Und dann gucken wir mal, welcher Preis es ist. Und wenn, lagern wir es für die Schweine ein. Die wir noch nicht haben. Stimmt auch wieder. Zack. So. Machen wir hier nochmal. Anderthalb rein. Ja, ganz werde ich die nicht hinkriegen. Wir probieren sie mal ganz mitzukriegen. Ein kleines bisschen bleibt liegen. So, und zack. Na, kriegen wir alles hin? Ja, kriegen wir. So, dann ein Stück da hinten oder Schwader mal noch schnell zusammen. Dann haben wir das geschafft. Dann können wir den Schwader gleich wegbringen. Den brauchen wir jetzt dann erstmal nicht mehr. Und zack. So, einmal die Reihe noch. Sehr schön. Zack. Nee. Doch. Zack, zack. So, dann bringen wir den Schwader jetzt mal zum Hof. Ja, das sieht doch gut aus, was wir hier gemacht haben. Nur nicht so durch die Schwarz fahren. Ja, die Vögel wieder, die picken. So, wollen wir mal, können wir mal in eine Sicht fahren. Ja, das hat doch was. Das hat wirklich was. So, Leute. Der hatte ja Pflegebereifung drauf, ne? Ich will mal kurz gucken. Ach, naja, lassen wir den erstmal weitermachen. Der ist ja noch gar nicht fertig. So. Und hier rum. Wo stellen wir denn den Schwader hin? Ach komm, den stellen wir gleich hier rein. Rum um die Kurve. Sehr schön. Ah, noch ein Stück. So.
Dann komm mal mit, dann holen wir erstmal, bevor wir jetzt weitermachen, erstmal den Mais. Den bringen wir jetzt erstmal weg. Der fährt auch nur 25, ne? 25, aber noch einen Hoftraktor will ich erstmal nicht kaufen. So, gucken wir mal. Wir können auf jeden Fall mal kurz zack. Und der gemietet. Das können wir zurückgeben. Das wollte der Händler noch abholen, hat er uns gesagt. Deswegen können wir es ihm schon Bescheid sagen. So, gucken wir mal. Und rum. Oh, er ist leer. Echt auf dem letzten Korn. Bis auf den letzten Korn ist er leer. Dann gucken wir mal kurz. Da. Welches wird denn als nächstes reif? Das fällt ja. Dann können wir ihn ja auch hier stehen lassen. Fahren wir ihn nur mal. Wow. Ja, können wir ihn eigentlich auch hier direkt stehen lassen. Na komm. Nein. Dich wollen wir. Oh, die Maiskörner, die sehen auch. Ja, die haben sie gut gemacht. So, dann kommen wir mit hier. So, Leute. Unser Silo muss, glaube ich, hier gewesen sein. Genau. 21. Ach, wir wollen einmal. Wir gucken einfach mal. Mais. Mais. Ach, 1000. Ach, das bringt nichts. Das bringt nichts. Das behalten wir erstmal. Das behalten wir erstmal. So. Und. Das können wir gleich mal auskippen. Dann wollen wir gleich mal gucken. Ladewagen. Wo sind sie? Da. Da ist der Ladewagen. Den kleinen gibt es schon gar nicht mehr, ne? Oh, Alter, was ist das denn für ein Ding? Okay. Naja, der reicht mit 23.000 Litern. Ja gut, der kostet aber auch 80.000, ne? Und das Feld ist sowieso gleich da vorne. Den kaufen wir. Habe ich gar nicht geguckt, wie viel PS braucht der. Passt, haben wir. Oh, du kannst erstmal da bleiben. So, wir machen uns nochmal auf den Weg. Auf den Weg zum Händler. Fahren wir diesmal die Abkürzung, die wir letztes Mal nicht genommen haben. Da können wir dann schon mal direkt den Ladewagen holen. Dann haben wir das auch schon. So, dann, ja. Und dann können wir uns bald die ersten Tiere. Ja, was heißt bald? Also wir müssen noch so ein bisschen müssen wir noch machen. Pferde wollte ich auf jeden Fall auf der Map machen. Da habe ich gesehen, da gibt es eine schöne Mod, dass die ausgereitet werden. Wir werden zwar auch so ein paar reiten, aber ihr wisst, was ich meine. Wir müssen noch mal, was wir noch mal gucken müssen. Habe ich an, dass man auf dem Feld gucken kann. Unkraut, ne? Ist hier Unkraut? Moment, ich muss das mal anstellen kurz. Wo ist es denn? Hier. Gedüngt 0 und Kraut 0. Dann müssen wir. Rückwärtsgang, Leute. Wir düngen erstmal. Dass wir unseren Ertrag noch ein bisschen steigern können. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, das Gras. Das wird ja nicht schlecht. Das werden wir dann in der nächsten Folge, werden wir, glaube ich, jetzt erstmal doch düngen. Dann werden wir die beiden Felder düngen und dann könnten wir vielleicht noch einmal düngen. Aber ich glaube, nee, mittlerweile geht es ja nicht mehr, wenn es ganz reif ist, düngen. Aber wir können jetzt noch einmal düngen. Da haben wir nicht aufgepasst. Oh, da hätten wir von Anfang an direkt aufpassen müssen, dass wir düngen. So, jetzt wo ist unser Düngerstreu? Der müsste da vorne sein. Der müsste hier vorne sein. Ich glaube, ich habe ihn da schon gesehen. Genau.
Probieren wir mal so hier rückwärts ranzufahren. So kann ich ja gar nicht rückwärts fahren. So und so und zack, sehr schön. So Leute, aber ich würde sagen, wir sind fertig für die Folge. Nächste Folge werden wir düngen und wenn ihr sehen wollt, wie wir düngen, schaltet ein zur nächsten Folge bei Let's Play LS19 auf der Map Zweisternhof. Ich danke fürs Zuschauen. Tschüss.